Es ist vorbei. Wo ist Dr. Lin? Es hat nie eine gegeben. Was machen wir mit dem Kind? Müssen wir es auch sicherstellen? So ist es. Erklär mir, was wird mit ihm passieren? Ich weiß es wirklich nicht. Bitte stell das Kind nicht sicher. Warum nicht? Warum sagst du sowas, Leela? Sei ganz ehrlich, warum sollte ich den Jungen nicht sicherstellen? Weil ich... Leela findet das nicht menschlich. So? Das entspricht aber nicht unseren Anweisungen, Leela. Das Kind muss sichergestellt werden. Nur dadurch kann garantiert werden, dass es nicht in die falschen Hände gerät. Verstehst du? Können wir den Jungen denn nicht... Nein. Wenn du dich den Befehlen widersetzt, wird mit dir genau dasselbe passieren. Also? Bitte nicht! Leela, wenn du mit dem Jungen zusammenbleiben willst, bleibt dir keine andere Wahl, als mich zu erschießen. Ich kann Machika nicht erschießen. Versteh schon, deine Programmierung und so weiter. Hör gut zu. Vielleicht siehst du diesen kleinen Jungen niemals wieder. Erschieß mich besser gleich, falls du es später mal bereuen könntest. Es ist dein Leben, Leela. Nur du kannst es entscheiden. Los, tu es! Leela hat Nachika gern. Ich habe dich auch sehr lieb, kleine Maus. Hab vielen Dank, Nachika. Genau, sie hat einen langen Urlaub beantragt und auch genehmigt bekommen. Tut mir aufrichtig leid, dass sie extra herkommen mussten. Ist doch gar kein Problem. Ich wollte nur Bescheid sagen, dass Daniela gestern schon die Klinik verlassen durfte. Ich werd verrückt. Der Duft für den Sonntag. Fantastisch. Dies Parfum soll die Ruhe eines Sonntags symbolisieren. Die Ruhe? Ein wirklich gelungener Duft, nicht wahr? Hallöchen, Gento. Na, ihr zwei Hübschen. Du suchst doch bestimmt Nachika, oder? Sie ist leider für ein paar Wochen in den Urlaub gefahren. Ehrlich? Und keiner weiß Genaues über ihr Reiseziel. Keiner? Oh nein. Doch, doch. Oh, sag bloß, du hast Ponieren-Tickets fürs DCE ergattert. Allerdings, das hast du gut erkannt. Und es war gar nicht einfach, die zu kriegen. Eure Nachika hätte mir ruhig mal Bescheid sagen können. Jetzt stehe ich wie ein verdammter Trottel da. Falls du eine sympathische Begleitung brauchst, würde ich gerne einspringen. Ha, da hast du keine Chance, Rainer. Aber wie wär's mit mir, Gento Baby? Nein, nein. Ihr wisst doch, ich stehe einzig und allein auf Nachika. Oh. Sie sagten Urlaub? Richtig. Ich halte das für eine prima Idee. Na dann.